Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Bist du da, Helga? Wie ist immer was da? Denn los? Ich hab so Schmerzen in Unterleib. Hast du was gegessen oder was? Nee, da wär ich doch schon im Krankenhaus. Was ist denn, was hat... Die geht ja ganz schön krass ran, Alter. Ich hab da so eine Vermutung. Sag mal. Ich hab meine Tage wiederbekommen. Kann ich mir nicht anders erklären. Kriegst du sie nicht jeden Monat? Lern. Marianne. Du bist 67. Ja. Ich weiß. Der Backofen ist doch schon lange aus. Kann auch sein, dass das mal wiederkommt. Unsere Backöfen haben ihre... Geht das? Also ich glaube nicht, oder? Also ich habe keine Ahnung, aber Mr. Garrison würde sagen, er vertraut niemanden, der 7 Tage blutet, ohne zu sterben. Dienste getan. Mein Uterus, Helga. Ja, mein Güte. Hattest du nie solche Schmerzen? Nee. Echt? Ja, ich aber auch nicht. Keine Schmerzen, nee. Wieso? Ich hatte schon immer eine enge Beziehung zu meinem Mutterkuchen. Dein Mutterkuchen? Gebärmutter, ich. Hä? Uterus. Helga, ich glaube... Meine Eileiter, ist ja auch egal. Ich hatte da nie Probleme mit. Ist ja auch ein Tabuthema. Wieso? Ist doch ein ganz komischer Umgang mit. Was? Wieso? Wie? Als ich als Lüttendern das erste Mal meine Tage bekommen habe. Okay. Da habe ich mich gewundert, wieso das Blut nicht blau ist. Wieso? Ich würde mich wundern, wenn's blau ist. Ach so, wegen dem Werbung bestimmt immer, weil es da ja immer blau ist. In der Werbung war das doch immer blau. Ja, ich wusste es. Ja, genau. Kannst du mal, wieso hat man das blau gemacht? Das kann ich dir sagen. Ja, sag mal. Weil irgendwelche Helmuts und Günner... Na, jetzt fängt die auch an mit Helmut, Alter. Geil. ...dann abends vom Fernseher nicht mehr ihr schönes Nackensteak genießen können. Ich war ganz verwirrt, als meine erste Was ist, wenn dann mal so Erdbeersoße im Fernsehen kommt? Oder so gezuckerte Erdbeeren mit Milch, Kondensmilch wohlgesagt? Das wird dann auch so leicht rot, wenn das dann in Werbung gezeigt wird. Dann kann der Helmut sein Steak nicht mehr genießen? Nein, ich glaube, Helmut kann das. In den nicht blau war. Sonnabend schöne Blutlache im Tatort angucken, kein Problem. Aber wenn so ein paar rote Tropfen in die Binde kommen, dann ist das zu viel für Helmut. Weißt du, wie die... Das könnte aber in Deutschland durchaus stimmen. Jetzt in Spanien diskutieren. Auf Spanisch, denke ich mal. Die diskutieren da jetzt, ob das nicht so was wie Menstruationsurlaub für Frauen geben sollte. Nein, mit war das nicht auch mal in Deutschland im Gespräch? Urlaub hat halt nicht so viel zu tun, wenn deine Gebärmutter anfängt, in deinem unerlaubten irischen Stepptanz aufzuführen. Menstruationsfrei, das wäre besser. Gibt's das denn schon irgendwo? In Japan und Südkorea gibt's das schon lange. Wie? Echt, ja? Ich will eine Frau sein. Wie ist denn in Spanien, Die Frau hätte dann das Recht, 3 Tage im Monat von der Arbeit fernzubleiben. Ist ja... Toll, die blutet eine Woche und kriegt nur 3 Tage frei. Ich weiß ja nicht, wie lange die Schmerzen sind, aber... Ja gut, vielleicht sind die nicht eine Woche, ich glaub's nicht. Eine schöne Idee, aber... Ach, was? Dann geht das doch schon wieder los. Werden Frauen vielleicht weniger eingestellt, weil sie öfter im Monat fehlen? Dann... Das könnte in Deutschland durchaus so der Fall sein. Ja, das wird dann wohl so sein. Dann heißt es, wir nehmen lieber den, weil der fehlt uns dann nicht 3 Tage, dass mich dann tausende Euros kosten könnten. Ne? Ja, weil sie fallen 3 Tage Menstruationspause aus und deswegen, ja, machen wir jetzt mal einfach auf Diskriminierung und... Gibt das Ärger, ich sag's dir. Haben Frauen nicht doch immer Angst vor einer Kündigung, weil sie öfter im Monat fehlen? Marianne, das ist nicht so einfach. Ich finde es gut mit dem Urlaub. Dann fühlen sich doch die Männer wieder benachteiligt. Ist das nicht mal ein Thema, wo wir Frauen einfach auch... Aber kann man nicht in Deutschland eigentlich schon als Frau auch zum Arzt gehen, wenn man diese Schmerzen hat und der schreibt dich dann krank, also zum Frauenarzt? Ich weiß nicht, ob es auch bei einem normalen Hausarzt funktioniert. Aber ich hab davon mal was gehört. Man keine Rücksicht auf die Männer nehmen müssen. Das ist ein Thema, das für die Männer überhaupt nicht, Die haben ja gar kein, Mutterkuchen. Die Menstruation betrifft die Frau. Also sollten wir auch darüber entscheiden dürfen, wie wir damit umgehen. Aber es passiert ja auch was, Marianne. So langsam, ja. So. Langsam. Junge, wenn es in anderen Ländern schon vorangeschritten ist, dann dauert es in Deutschland noch 10, bis es bei uns ist. Man sieht's ja im Internetausbau. Oder wie lange hat das mit den E-Rollern gedauert, bis in Deutschland endlich... In Deutschland? Ja, wir leben in Deutschland, perfekt. Endlich mal gesagt wurde, okay, wir erlauben die Dinger jetzt hier, aber, Leute, nur 20 km/h.
ja, in anderen Ländern 25 oder 30 gefahren wird, ja, und da passiert genauso wenig wie hier. Da passiert sogar weniger. Ja, vielleicht deswegen 20. Okay, kann sein. Aber gab es jetzt schon tödliche Rollerunfälle? Richtig tödliche, weil einer zu schnell gefahren ist? Ich meine, die Dinger kann man ja modifizieren, wenn man die richtigen hat, aber ich glaube, bei Roller gab es weniger tödliche Unfälle als bei Fahrradfahrern, oder? Ist das beim Sport? Die eine Tennisspielerin ist doch ausgeschieden. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die E-Roller geil. Also es macht wirklich Bock, damit rumzufahren. Und hat danach im Interview gesagt, sie hatte so große Schmerzen wegen der Trage. Haben sie alle gelacht. Solche Kommentare zeigen... What the fuck? Allerdings bin ich dafür, dass man das Verleihen verbieten sollte. Weil, gut, da werden auch die bestraft, die es ordentlich machen. Aber es gibt einfach viel zu viele, die einfach irgendwo abstellen, auf der Straße liegen lassen, auf dem Fahrradweg liegen lassen. Oder dann liegen 30 Stück auf dem Fußweg quer rum, wo man dann nicht mehr mit seinem Rollladen oder mit dem Fahrrad oder mit dem Rollstuhl durchkommt. Das ist schrecklich. Und welche Ausrede hätten die genutzt, wenn sie als Mann verloren hätten? Was ist das? Wenn sie ein Ende... Zeigen ihnen, dass wir doch noch nicht so weit sind, wie wir gerne wären, Moriani. Dann besser Hausfrau werden, Alter. Die haben leben wir im Mittelalter. Dieses Thema schon mal überhaupt nicht einzumischen. Das stimmt. Muss sie jetzt wieder niesen, oder... Moriani, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Paprika im Teichmantel. Gleich nicht. Paprika im Teichmantel? Das möchte ich mal probieren. Mit dem Paprika ist ja aus der Familie von den Schoten. Zu mandelig. Gemüsefamilie. Ja. Alles, was ich nicht kenne, da mache ich auch nicht. Versuche nur andersweise, das mal zu probieren, sag ich mal. Krieg grauen Star von. Ja, dann würde besser. Was? Ja. Na gut, der Färbstreifer wird dann fertig, hä? Ja, friss halt gar nichts, nicht mal Obst und Gemüse. Wie überlebt die? Ich frag's immer wieder. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.